So, weiter geht's heute mit Assassin's Creed 4 Black Flag und wir sind immer noch dabei, James Kidd zu folgen. Wird überrannt und überwältigt. Schweig! Die Statue in diesem Tempel, war das der Mann, den ihr in Havanna saht? Aus dem Gesicht geschnitten. Dann wurde ein weiterer Weiser gefunden. Der Wettlauf um das Observatorium beginnt von Neuem. Flüstern wir deshalb? Das ist nur eure Schuld, Captain Canway. Die Karten, die ihr den Templern verkauft habt, führten sie direkt zu uns. Nun wissen die Agenten zweier Reiche, wo genau wir operieren. Überlass das mir, Mentor. Sie haben auch Edwards Crew gefangen. Ich frage mich, was ihm ihre Leben wert sind. Ich glaube, wir müssen uns gleich einmal den Gegnern rächen. Nimm dies. Erregt keine Aufmerksamkeit und kostet weniger Leben. Geil, wir lernen das mit Pfeilbogen oder was? Nee, Spuckrohr oder was ist das? Blasrohr. Das Blasrohr ist eine effektive, lautlose Verfernwaffe, die mit Stab- oder Berserkerpfeilen ausgerüstet werden kann. Sie können die Pfeile in Gemischtwaren lernen, kaufen oder aus dem Inventar herstellen. Stabpfeile versetzen vier Gegner in den Schlaf. Rüsten sie mit... Okay, na gut, das ist nichts Neues. Jetzt kannst du dein Blasrohr ausprobieren. Schnell. Leise und effektiv, nicht? Gute Nacht. Gefangene befreien, alles klar. Wir sind ja da. Jetzt muss ich die Gegner markieren. Habe ich noch Pfeile? Ja, drei Stück. Ah, Berserkerpfeile heißt nämlich, ich hetze die auf den anderen, auf die Gegner. Hi. Frag mich, ob er voller Gold und Jade ist. Oh, Silesh. Dort spreche ich mit dem Unico Macabedgacli. Ich dachte, die graben danach. Wow. Hab Dank, aber keine Tschüss. Vergebung. So, weiter. Hold mine. Yeah.
blenden wir mal. Die Soldaten kamen mit diesem Sklavenhändler, Laurens Prinz persönlich. Solange wir nicht jetzt unbedingt in die ins Feld. Was haben wir denn hier überhaupt noch irgendwo? Da war noch irgendwas angezeigt. Nehmen wir mal mit. So, versuchen natürlich jetzt erstmal die. Wir sind in Tulum tatsächlich, in Mexiko. Da, wo ich tatsächlich irgendwann mal selber hin möchte, sind wir jetzt gerade. Gib auf, Mann! Du kannst uns nicht das Wasser reichen. Pest und Cholera, wenn uns das nochmal passiert. Weiter. Da ist der nächste. Ich nehme jetzt alles mit. Ach, hier sind noch mehr. Also einer mindestens. You! Stop! Stop him! He's trying to shake us! Keep up, boy! Danke, Captain. Tschüss. 7 von 14, jetzt haben wir die Hälfte gerade. Ja, das Upgrade. Ja, weiter geht's. Jetzt müssen wir kurz gucken. Okay, wir werden sie wahrscheinlich mit dem Schlafpfeil betäuben und dann werden wir sie versuchen. Warte mal, ich habe jetzt irgendwie gerade einen Checkpoint, den ich gerne mitnehmen möchte. Was haben wir denn? Hier. Synchronisieren wir mal. Tulum! Ich wollte jetzt nicht nochmal synchronisieren. Ich wollte eigentlich jetzt da dran weitermachen. Ja. Nicht gerne. Nicht nochmal. Leute. Ich will da runter. Eigentlich. Gelohnt. Keine Sorge, ich bin sofort wieder da. Es geht sofort weiter. Oder auch nicht. Warum machen wir die jetzt? Ich will eigentlich nur da hoch. Keine Sorge, wir machen weiter sofort mit dem Bitte links, wir wollen auch keine Verluste haben. Da ist zumindest der Planer dahinter. Ja, Mann. Das wollte ich haben.
Wen befreien wir? Hol sie die Pest, dieses Sklaventreiber. Sehr gut. So. Die werden da oben irgendwo. Hallo mit? Ich kurz, mir mein Freund. Sieht aus, als wären Piraten. Nein, verwundern Sie mit den Heiden. Verwirrt mich. Ne Aktion, bitte ne Aktion. Können nicht unter Menschen leben, oder? Kein christliches Leben führen. Deshalb kommt sie her. Also ich muss ja da irgendwie hoch jetzt. Oh, das kann ich ja machen. Ich glaube, kann ja über diese Stämme hochklettern, oder nicht? Danke ich dir später, wenn du es schaffst zu überleben. So, gute Nacht. So viele Blinden, so viele Pfeile haben wir gar, so viele Dings haben wir gar nicht mehr. Blinden wir mal. Wir brauchen wieder Pfeile, wieder. So, dann machen wir das doch. Dann holen wir den kurz da oben weg, den Freund, unseren Kollegen da. Sauertopf, das. Der Sklavenhändler. Dana Schimbalbek Umbeel, Erbet, Dil, Abin Schibalba, Akbatel. Fertig. Wir müssen nicht alle befreien, sondern nur die 14. Wer ist da? Siehst du diesen räudigen Hund? Ein Sklavenhändler namens Laurens Prinz. Er lebt wie ein König auf Jamaika. Der Bastard ist seit Jahren ein Ziel. Verdammt, fast hatten wir ihn. Bei Gott, dein Orden ist ein fröhlicher Haufen. Gerunzelte Stirn und finstere Blicke. Captain Kenway, ihr habt besondere Talente. Danke, Freund. So bin ich halt. Ihr seid grob und arrogant. Stolziert herum in einer Uniform, die ihr nicht verdient. Alles ist erlaubt. Ist das nicht euer Motto? Ich spreche euch von euren Fehlern in Havana frei. Jedoch seid ihr nicht willkommen hier. Schade, so. Mann. Wünscht, es wäre nicht so.
Gut. Dann sind wir, glaube ich, fertig, oder? Lustigen Haufen Freunde hast du da. Du verdienst Strenge, Edward. Stolzierst herum wie einer von uns und bringst unserer Sache Schande. Und was ist das? Eure Sache? Einfach gesagt, wir töten Menschen. Templer und deren Kumpane. Sie wollen alle Reiche auf der Welt kontrollieren. Und alles im Namen von Frieden und Ordnung. Klingt wie Ducasses letzte Worte. Siehst du? Eigentlich geht es um Macht. Darum, Menschen zu beherrschen. Unsere Freiheit zu rauben. Noch eine Botschaft von einem deiner Freunde? Ei. Ich zeig's dir. So, was haben wir hier noch jetzt? Assassinenaufträge ohnehin, okay. 1, 2, 3, 4, 8 Stück insgesamt, wenn ich es richtig sehe. Okay. Gut. Die beiden optionalen Ziele haben wir auch auf jeden Fall erreicht. Perfekt. Und damit haben wir sie durch. Ich weiß, dass dich unser Credo nicht beeindruckt. Würde dich der Anblick von Geld etwas aufgeschlossener machen? Wie immer. Dann übernimm diese Aufträge in der Karibik für uns und wir bezahlen dich. So einfach ist das. So, damit sind wir angekommen in Tulum. Und diese Stadt werden wir uns in der nächsten Folge dann angucken. Bis dann. Tschüss.